Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist TK aus HGW. Wir haben uns heute mal ein ganz neues Format ausgesucht. Wir wollen Menschen befragen, warum kommen sie nach Wolgast, warum zeigen sie Protest auf der Straße und warum sind sie schon so lange dabei. Heute ist ein ganz großer Patriot neben mir, unser Zorro mit Klarnamen Stefan. Und wir wollen Signale senden. Und deswegen wollen wir es heute ganz kurz machen. Lieber Stefan, schön, dass du hier bist. Du bist ja schon ganz lange mit dabei. Warum bleibst du dieser Bewegung hier in Wolgast treu? Ja, warum bleibe ich ihr treu seit Januar 2020? Ich muss dazu sagen, es ist, weil es einfach notwendig ist. Weil, ganz einfach, es geht hier um Frieden, um Freiheit, um Selbstbestimmung. Das geht darüber eine freie Impfentscheidung. Ich bin gegen jede Form von Krieg, was ich auch in der angesprochenen Zorro-Nummer auch klar zum Ausdruck gebracht habe. Aber es geht immer weiter. Wir werden belogen, betrogen seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und jetzt steht uns eine Enteignung bevor in Form der Inflation, Lastenausgleich, Zensus und so weiter. Und gegen all diese Maßnahmen muss ich ganz einfach meine Stimme erheben, mein Gesicht zeigen. 1989 war ich nicht auf der Straße. Aber dieses Mal muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kann nicht mehr auf der Couch sitzen bleiben und mir das alles aus der Ferne angucken. Ich muss aktiv sein, um die Leute, um die Menschen, vor allen Dingen die Menschen, wach zu rütteln und ihnen zu sagen, was auf sie zukommt. Mein lieber Stefan, das ist mir gerade so ein bisschen runtergelaufen wie Öl. Das soll das erste Signal von Wolgast August 2022 sein, liebe Freunde. Wir werden jetzt gucken, wen wir hier heute Abend noch interviewen. Erstmal vielen Dank und Daumen nach oben. Wir sehen uns demnächst auf der Straße. Dankeschön. Ein Wort noch, Sekunde. Widerstand lässt sich nicht verbieten. Bleibt standhaft. Sehr geil. Bis später.